Und da sind wir wieder zurück mit Ednabrich aus Folge Nummer 13. Ich muss sagen, ich habe erst überlegt, die Folge 13 auszulassen, wegen ne, der Zahl 13, aber da ich nicht so großartig abergläubisch bin, habe ich gedacht so, scheiß drauf. Wir sind der letzte Stück geblieben, dass wir mit Aluman die Kleiderbügel getauscht haben und wir jetzt damit den Personenaufzug benutzen können. Und das machen wir doch mal, ne? Bevor der Bekloppte noch uns den davor kommt. So. Wir zeigen dem Wärter hier mal den Kleiderbügel oder Kontrolleur. Na, willst du nicht? Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Na denn, Rainer. Da haben wir Herr Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Naja, wohnst du etwa hier? Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Ausweglos. Wir fragen mal Poki, bevor wir hier irgendwo ankommen und das dann eventuell nicht mehr schaffen. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum ich nie jemand danach gefragt hat, was das überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Ich habe tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corriga-Tabs hatte. Ich finde die Ideen eigentlich recht klasse, die sie hier umsetzen und vor allem, wie viel Herzblut auch die Sprecher in diese einzelnen Charaktere legen. Ich finde es wirklich gut gemacht und da gibt es wirklich nichts auszusetzen dran. Oh, wir reden weiter mit Herrn Mantel. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige, aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Vielleicht solltest du dann mal endlich wieder Farbe bekennen. Gibt es hier denn drin Motten? Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Naja, fällt da noch außen Regenschirm raus hier. Wer bist du? Genau, das hätten wir als erstes machen können eigentlich, aber der Name stand schon da und Herr Mantel etc., ne? Na? Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin.
Ich bin lediglich ein Gehrock. Oh mein Gott, wo fährst du denn hin? Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Super. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Schade eigentlich, hätte Edna gern noch mit mehreren Sachen ausprobiert, also den Herrn Mantel mit Harvey oder dem Comicheft. Schade, schade. Alles klar, Reinigungsstück. Uns mal ansehen. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Hier ist ein Plakat mit den ganzen Kleiderbügeln. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Ja, schade, ne? Eigentlich. Die Wäscherei hat das gut verpackt. So, der Stromzähler. Gucken wir uns den Verbrauch mal an. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Ja, dann ist es ja gut. Oh, wie böse und gemein wir doch sind, ne? Was können wir denn hier noch machen? Die aus der Tür mich jetzt nicht sofort raus, eigentlich. Wir hören uns mal. Warte mal. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Mit seinem langen Unterhose. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar für Recht und Hausordnung. Super. Und da kämpft er wahrscheinlich gegen den ansteigenden Strompreis. In diesem Bild knallen im Tiefparterre-Cave die Sicherungen durch. Gut oder auch nicht, falsch geraten. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Gut, das hatten wir schon. Ich glaube, mehr könnten wir jetzt noch. Gut, wir könnten Harvey noch. Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung. Nur eben mit Gehirn. Kling, kling, kling. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Ja, genau. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhaushemden. Dann lass uns weitersuchen. Okay, da hätte ich auch denken können, dass das Gleiche kommt. Was hältst du von diesem Aushang, Harvey? Mein Reden. Tja, in diesem Screen ist das, was mir am besten gefällt, eigentlich die Idee mit dem Stromzähler. Dass Edna, wenn sie sich den Stromzähler anguckt, bei irgendeiner Reaktion, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher, dass sie dann bemerkt, dass halt irgendwie Dr. Marcells Stromrechnung recht hoch sein könnte, weil irgendjemand ständig das Licht anlässt. Und je nachdem, ob das Licht an ist oder aus ist, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube, wenn das Licht aus ist, dann geht sie extra nochmal hin und macht das Licht an, damit die Stromrechnung schön hoch wird. Das mochte ich immer. Sowieso irgendwie bescheuert, dass ich quasi in jedem Raum das Licht an- und ausschalten kann. Habe ich das eigentlich gemacht? Nur für das eine Rätsel? Keine Ahnung. Für ein Rätsel? Gucken wir uns den Stromzähler jetzt mal an. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Ach, wer das wohl ist? Gut, wir sind mit dem Raum fertig. Wir gehen raus und gucken uns, was da uns erwartet. Ah, wir sind jetzt hier hinter. Alles klar. Dann gibt es wieder 2 Türen und das Flurende. Wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Ich glaube, von da kommen wir. Wir gehen in die Tür rein. Husch, husch. Was ist das denn? Sichtfenster, Zellentür, Klingel. Oh, hier der Lichtschalter. Da. Den benutzen wir gleich mal. Bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ach, da eben steigen wir ein bisschen den, ne? Strompreis hier. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl.
Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Na, Hauptsache, der hat geschmeckt, ne? Also gemundet, also... Puh, mein Gott. Muss es halt auch geben. Zellentür. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Aus unserer eigenen natürlich. Wir gucken mal durchs Sichtfenster. Na. Ja. Und ging's doch noch? Gut, dann eben nicht. Geh zu Sichtfenster, jetzt geht's. Huch! Hallo Prinzessin! Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Nix. Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Das ist der liebe Herr, aus dem wir vielleicht den Schlüssel kriegen könnten. Ich hoffe mal. Was weißt du noch über mich? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Also irgendwie wissen alle mehr über uns wie wir selber. Also, weißt du, ob ich hier rauskomme? Das ist wahrscheinlich, also wenn er... Ja, wir reden erst mal über Dr. Marcel mit ihm. Aber wenn der Schlüsselmeister ist, könnte er uns ja wahrscheinlich den Schlüssel machen. Aus welchen Gerätschaften auch immer. Wahrscheinlich aus seinem Fingernagel. Ne? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Fürs Erste. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Das ist ja sehr viel. Der weiß mehr über uns, wie er sich über sich preisgeben möchte. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Das Problem ist ja, wir haben ja schon mal probiert, den Schlüssel zu bekommen und haben ihn... Wir sind ja quasi kläglich daran gescheitert, diesen Schlüssel zu bekommen. Das war ja nicht so der Renner gewesen. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Erstmal hinkommen, ne? Also wir wissen schon mal, wie wir auf die andere Seite des Gitters kommen, weil wir wurden ja letztes Mal gefasst und in diesen Aufenthaltsraum gesperrt. Und ja, das ist nicht schön. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Super. Ist ja echt klasse. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie
ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Ja, dafür müssten wir erstmal in den Keller kommen oder raus, ne, um da reinzukommen. Das ist alles ein bisschen verzwickt hier jetzt gerade. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, wir sind ja schon an Drogelbecher vorbeigekommen und waren ja auch schon an diesem Adrian, wo es, wie gesagt, dass wir dieser Medaille das abnehmen und auch dieses Spiel, was wir da betrieben haben, ja, das erwies sich als sehr knifflig, dass wir da wirklich nicht rangekommen ist. Die letzte Frage ist jetzt, wie komme ich an ein Vehikel? Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Gut, wir haben vom Dach her schon gesehen, dass es von draußen, unten rechts, glaube ich, war, dass es eine Garage gibt. Und ich denke mal, dass wir von da aus an ein Auto kommen. Gut, wir werden jetzt hier das Gespräch beenden mit ihm. Aber wir werden vorher Poki hören und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüssi! Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gerne für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements die Schauspieler in Hamburg meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahem Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß noch, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Da musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, kleines Video geschossen und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Faden verloren.